Hallo und willkommen zurück zu Siberia 4, The World Before. Wir wurden auf diesen schrecklichen Friedhof eingesperrt. Geschlossen, hm? Und was soll ich jetzt machen? Bis morgen früh in einer Gruft schlafen? Und wir müssen jetzt einen Weg hier rausfinden, würde ich mal vorschlagen. Ich brauche Ihre Augen, Oscar. Melde mich zum Dienst. Mal wieder. Okay. Hier ist der Ausgang. Ich habe keine Ahnung, wie das mit der Karte hier funktioniert. Also... ich weiß es nicht. Warten. Da komme ich unmöglich durch. Ich muss einen Weg drumherum finden. Ja. Ich wüsste eigentlich nicht, was ich dort soll. Aber ja, eine kaputte Mauer oder irgend sowas. Oder hier an die Zahnräder mit die Hände drehen. Was ist denn das? Oh, da brauchen wir. Etwas fehlt hier. Da brauchen wir sicherlich so einen Schlüssel, wie der, den Oscar in sich trägt. Warte mal, können wir den Oscar wegnehmen dort? Würde mich hart interessieren. Wenn wir nämlich Oscar ein Stück weiter wegnehmen können, dann könnte der das aufschließen. Komm mit, kleine Kugel. Also, wieder in die Tasche. Ja. Ich weiß, Oscar, ich weiß. Offensichtlich nicht, Kate Walker. Wir laufen etwas schneller. Denn dann dauert es nicht so lange. So, jetzt Oscar auswählen. Das funktioniert nicht. Hack. Falsch. Nein, ich glaube nicht. Das war wohl falsch. Das funktioniert nicht. Mist. So, ein Mist. Okay, dann Oscar wieder zur Quarten. Zur Quarte vor. Ein Fiasko bahnt sich an. Was ist denn das? Ach, das ist versperrt. Aber warum hockt er an der Karte? Mir nützt das ja überhaupt nichts. Können Sie mich leiten, Oscar? Nur eine Sekunde. Mechanismus. Okay. Ist das mit dem Leiten, das kannst du auch unter... haben wir nicht da verbuchen. Also müssen wir uns selbst umschauen. Irgendwo muss es hier einen Schlüssel geben für den Mechanismus. Aber wo? Eine Sackgasse. Ich muss umkehren. Eine Sackgasse ist übrigens eine ganz enge Straße, also eine Gasse sozusagen, die zugebaut ist mit Säcken. Daher stammt, also das war im Mittelalter, da waren ja die Städte bestanden ja aus so ganz kleinen Gässen. Da musste man ja noch nicht mit dem Auto durchfahren. In Italien hat man das heute oft noch oder in alten deutschen Städten. Und ja, und wenn dann im Mittelalter der Müller, ja, vom Beruf nicht der Name, also der Müller, was ist denn das? Ich erkläre jetzt das zu Ende. Wenn der Müller dort seine Säcke in die Gasse gestellt hat, kam man nicht mehr durch. Seitdem spricht man davon, wenn man nicht weiterkommt, in einer Sackgasse.
Alles Quatsch, Leute, das habe ich mir gerade ausgedacht. Ob es stimmt oder nicht, sagt euch nur das Licht. Nee, müsst ihr mal googeln, ich habe keine Ahnung. Ich rede eigentlich nur Schrott, wie immer. Oh, eine Hackspitze. Die haben die Totengräber wohl vergessen. Warte mal. Das wirkt so alt. Dieser Ort muss Jahrhunderte alt sein. Nee, das... Was? Oskar? Mal sehen. Also eine wirkliche Hilfe ist er nicht. Ich... Keinen Dunst, wie das funktioniert. Will die Spitzhacke nehmen. Aber wir können sie nur anschauen. Das auch bringt uns nicht weiter. Spitzhacke wäre nice, aber was willst du machen mit der Spitzhacke? Dort das Tor aufhämmern? Nee, eher nicht. Okay. Wir werden den Weg hinaus schon finden. Früher oder später. Die Sonne ist wunderschön. Dass es so wunderschöne Sonnen noch gibt heutzutage. Warte mal, hier gerade. Ach so, nee. Und dort sind wir ja gekommen. Nehme ich an. Groß ist der eigentlich gar nicht, der Friedhof. Die Karte lässt sich nur. Ups. Lässt sich nur vor Ehrfurcht zittern. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Was würde sie nur ohne mich tun? Ja, frage ich mich auch. Ich frage mich überhaupt, was du für uns tust. Der sitzt dort an der Karte und der hat einfach keinen Mehrwert, der Kollege. Das triggert mich hart. Was ist denn das? Eine Sackgasse. Ich muss umkehren. Okay, wo ist denn die auf der Karte? Oskar, ich hab mich verirrt. Schon gut, schon gut. Der hilft aber null. Willst du mich verarschen? Mach was. Zünd die Karte an. Irgendwas. Völlig nutzlos, der Apparat. Dann haben wir ja noch im Hinterkopf so, dass sich ein Sturm anbahnt. Ja, sollte man nicht vergessen. Ich weiß gerade gar nichts. Weiß es einfach nicht. Nicht weiter. Sollen wir hier jemanden ausbuddeln, der vielleicht einen Dietrich einstecken hat? Oh. Was ist denn das? Dazu braucht man einen Schlüssel. Oh, fuck off, ey. Wirkt aber nicht sehr stabil. Oder? Oh Gott. Oder eine Spitzhacke. Warten die jetzt gleich nochmal. Vielleicht? Also die gab uns ja den Hinweis, dass es nicht stabil wirkt. Vorne, oder? Was? Nein. Unmöglich. Ich versuche besser etwas anderes. Willst du mich verarschen? Was ist denn hier los? Das wirkt so alt. Dieser Ort muss Jahrhunderte alt sein.
Ich komme nicht an die Spitzhacke ran. Das ist eine Katastrophe. Meine Herren. Vielleicht kann ich sie für das Schloss benutzen. Oh, aber ich komme nicht ran. Was machen wir denn da? Ich brauche Hilfe! Du bist ein Mistvieh, Oskar. Hilf mir doch mal. Was bist denn du für ein nutzloses Stück? Oh. Oskar kann vielleicht helfen. Ich sollte ihn holen. Ah, okay. Das ist ja mal ein Hinweis. Muss ich mich dort zurückfinden? Spektakulär. Oder war das geplant von der Alten, von der Junta, uns hier zurückzulassen? Du komm mit hier an der Karte abhocken, das bringt überhaupt nichts. Bist ja noch nutzloser als was denn? Als ein halbes Fahrrad oder so. Ach nee, dann wäre es ja ein Einrad, damit kann man immer noch fahren. Ich habe keinen Plan, ob das richtig ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Alles wird gut, Leute. Wir kriegen das hin. Dauert halt nur immer bei mir, bis ich irgendeine Lösung gefunden habe. Können Sie diese Spitzhacke näher ranholen, Oskar? Natürlich, Kate Walker. Der kleine Kerl kann natürlich die Spitzhacke in die Hand nehmen. Warte mal. Wärst ja auch über die Treppe dort rangekommen, Mädel. Hier ist der Schuppen. Und geh mal. Bloß weg. Das alte Schloss, das müsste eigentlich mit einem Hieb weg sein. Ich glaube, mit einem Hieb hättest du die Tür rausreißen können. Wow. Ich bin überwältigt. Welch große Vielfalt. Was ist denn das? Eine Kurbel. Yes. Passt offenbar zu einem größeren Mechanismus. Und mehr nicht? Okay. Warte mal, wenn wir hier weitergehen, kommen wir doch auch wieder davor. Entlang. Was ist denn? Lag hier ein kleiner Kieselstein, dass du nicht weitergehen konntest? Oh. Oh. Manchmal sehr hakelig. Hier kann man gar nicht rein. Okay. Hier war das, glaube ich, vor. Ja, hier sind wir am Eingang. Ach. Ach, okay. Dann gehen wir mal und gucken mal, ob die Kurbel funktioniert.
Okay. Was für eine Namensplakette. Die Namensplakette der Spender finden. Will das hier sein irgendwo? Sie wirken enttäuscht, Kate Walker. Weswegen? Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Aber dass Dana Rose ihr Baby verlor und unfruchtbar wurde, widerlegt Ihre Hypothese, dass Sie mit ihr verwandt sind. Oder nicht? Da haben Sie recht, Oscar. Aber ich bin einfach unsinnig optimistisch. Ich wünschte, ich wäre wie Sie, nicht von dummen Gefühlen gelenkt. Danke für das Kompliment, denke ich. Tut mir leid, das klang anders als beabsichtigt. Ja genau, dann könnten die rein theoretisch nicht mehr verwandt sein. Komisch. Alles in Ordnung, Miss Walker? Das muss ein ganz schöner Schock für Sie gewesen sein, nicht wahr? Nee, Mutti, Mutschen, alles I.O. Also, das war ja das Schild. Nee, wir fahren jetzt mal zurück. Wo müssen wir denn hin? Zum Gasthof. Da kommt sie schon. Unser Amphibienfahrzeug. Der kleine mechanische Dampfer. Die Nacht hat Einzug gehalten in Wagen. Im Wagen vor mir. Was ist mit Danas Mission? Die mit Leons Widerstandsnetzwerk. Sie nahm keine gute Wendung, Miss. Tatsächlich bin ich darum aus London hergekommen. Oh. Ja, eine Sekunde, Miss Walker. Wo hab ich ihn denn? Wegen des vermaledeiten Sturms steht es in allen Zeitungen. Hier sehen Sie selbst. Sturm. Grabungsarbeiten am Teufelskragen unterbrochen. Ein unerwarteter Sturm hat den Stadtrat veranlasst, die Leichen, die seit dem Zweiten Weltkrieg im Eis eingefroren sind, in die Berghütte am Silberspiegel zu verlegen. Die gefrorenen Leichen bei der Hütte. Ich habe erst gestern von ihnen erfahren. Meinen Sie... Bisher sind sie noch nicht offiziell identifiziert, Miss Walker. Aber es liegt nahe, dass... Dass zumindest Leon sich unter den Leichen befindet. Ja. Glauben Sie, eine der Leichen könnte Dana sein? Ich nehme an, es wäre nur logisch.
Es würde erklären, warum ich nach dieser Mission nichts mehr von ihr sah und hörte. Doch manche Zeugen sagen, dass Dana den Krieg überlebt und die Widerstandskämpfer von Wagen bis zur Befreiung unterstützt hat. Aber wenn diese Aussagen stimmen, verschwand Dana nach dem Krieg. Was ist mit den anderen Leichen? Den Angaben der Gerichtsmedizin zufolge sind insgesamt 3 Leichen aus dem Eis geborgen worden. Eine, bei der es sich vermutlich um Leon handelt, und 2 andere noch unidentifizierte, ein Mann und eine Frau. Was wurde aus Leon? Den Zeugenaussagen zufolge, die ich hörte, kam Leon auf der Mission um, die das Auswärtige Amt Dana aufgetragen hatte. Offenbar durch eine Lawine. Ich bin eine der wenigen noch lebenden Personen, die ihn identifizieren können. Deswegen bin ich hier. Wenn dieser verdammte Sturm nicht wäre, wäre das heute schon geschehen. Verstehe. Nur nicht entmutigen lassen, Miss Walker. Wir werden erst Gewissheit haben, wenn ich sie vor mir sehe. Sobald der Sturm vorbei ist, können wir los. Wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Ja. Miss Walker, wir sind da. Aber Sie kommen nicht mit, oder? Also, Miss Walker, Sie sind vielleicht nicht mit Dana verwandt. Aber Sie sind ihr ähnlicher, als Sie denken. Ich will jetzt die Leichen sehen, oder? Also, anstatt zu warten, bis der Sturm vorbei ist und die Leichen offiziell identifiziert werden, Leichen nebenbei gesagt, die seit 6 Jahrzehnten im Eis lagen, werden Sie und damit auch ich den Berg hinaufsteigen, um sie persönlich zu identifizieren? Ich weiß, Oscar, ich weiß. Aber ich brauche Gewissheit. Denn wenn unter den Leichen wirklich Dana sein sollte, dann wird es für Sie keine Züge mehr geben.